Hallo und willkommen zu diesem Video zum Thema bedingte Wahrscheinlichkeit, wo wir insbesondere anschauen, was man mit Hilfe der bedingten Wahrscheinlichkeit über die Kopplung oder den Zusammenhang von zwei Ereignissen sagen kann. Da haben wir zunächst mal hier folgende Definition für die sogenannte stochastische Unabhängigkeit. Zwei Ereignisse A und B heißen nämlich stochastisch unabhängig, wenn die Kenntnis von B uns keine zusätzliche Information über das Ereignis A liefert. Das heißt, wenn wir das mit Wahrscheinlichkeiten ausdrücken, dass die Wahrscheinlichkeit, dass A eintritt, genau dieselbe ist, egal ob B auch schon eingetreten ist oder nicht. Also dass P von A gegeben B dasselbe ist wie P von A alleine. Das kann man äquivalent auch so formulieren, dass die gemeinsame Wahrscheinlichkeit das Produkt der Einzelwahrscheinlichkeiten ist. Warum? Grundsätzlich gilt, dass die gemeinsame Wahrscheinlichkeit auch geschrieben werden kann als bedingte Wahrscheinlichkeit mal bedingende Wahrscheinlichkeit und die bedingte Wahrscheinlichkeit ist dann aber gleich der unbedingten Wahrscheinlichkeit im Falle der stochastischen Unabhängigkeit und dann kommt man auf die Formel hier oben. Wenn wir eine Abweichung davon haben, dann spricht man davon, dass die Ereignisse gekoppelt sind und dabei ist es grundsätzlich möglich, dass sich die beiden Ereignisse begünstigen, also positiv abhängig oder positiv gekoppelt sind oder dass sie einander behindern, also negativ abhängig sind. Das heißt einfach, wenn das Ereignis B schon eingetreten ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass A auch noch eintritt, größer als vorher die Wahrscheinlichkeit war, dass A eintritt. Oder umgekehrt, wenn A schon eingetreten ist, ist die zusätzliche Wahrscheinlichkeit für B, B gegeben A, größer als P von B. Und bei negativer Kopplung ist es umgekehrt, die Bedingung senkt die Wahrscheinlichkeit in beiden Fällen. Schauen wir uns das einmal in dieser Musteraufgabe zum Thema Unfallstatistik an. Hier haben wir Daten von 1000 Verkehrsunfällen, jetzt künstliche Lehrbuchdaten hier. 280 von diesen Verkehrsunfällen sind tödlich verlaufen, das ist das Ereignis A, was uns interessiert. Und 100 von den 1000 Verkehrsunfällen haben sich bei hoher Geschwindigkeit von mehr als 150 km/h ereignet. Das ist also das Ereignis B. Und die Frage ist jetzt, gibt es einen Zusammenhang zwischen hoher Geschwindigkeit, Ereignis B, und tödlichem Verlauf, Ereignis A? Und bisher haben wir dabei nur Informationen über die Randverteilung von den beiden Ereignissen und dann gibt es auch noch eine Information über die gemeinsame Verteilung, nämlich dass 20 Unfälle nicht tödlich verliefen und bei hoher Geschwindigkeit stattgefunden haben. Und daraus können wir dann die Vierfeldertafel erzeugen und mit Hilfe der Vierfeldertafel können wir dann natürlich alle bedingten Wahrscheinlichkeiten ausrechnen, die uns interessieren und damit auch die Kopplung betrachten. Konkret werden wir dann in den Aufgaben A, B und C gefragt, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein Hochgeschwindigkeitsunfall tödlich verläuft? Also hier geht es um etwas, das mit B und A zu tun hat. Aber wenn wir dann die Wahrscheinlichkeit versuchen, in eine mathematische Formel zu übersetzen, müssen wir uns gut anschauen, um welche Wahrscheinlichkeit geht es denn hauptsächlich? Also hier um den tödlichen Verlauf, das ist Ereignis A. Und jetzt nicht unter allen Unfällen, sondern nur unter den Hochgeschwindigkeitsunfällen. Also gegeben, dass der Unfall bei hoher Geschwindigkeit stattgefunden hat, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für tödlichen Verlauf? Also P von A gegeben B. In Aufgabenteil klein b ist die Frage, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass sich ein tödlicher Unfall bei hoher Geschwindigkeit ereignet hat. Auch hier tauchen also wieder beide Ereignisse A und B auf. Aber das, was wir eigentlich wissen wollen, ist die Wahrscheinlichkeit für hohe Geschwindigkeit, P von B, aber jetzt nicht unter allen Unfällen, sondern nur unter denen, die tödlich verlaufen sind. Also gegeben, dass der Verlauf tödlich ist, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für eine hohe Geschwindigkeit, P von B gegeben A. Also genau, dass diese Bedingung einmal umgekehrt worden ist. Und im Aufgabenteil klein c ist dann die Frage nach der Kopplung der Ereignisse und dass man die versucht, kausal zu interpretieren. Tragen wir zunächst mal alles ein, was wir jetzt an Daten in der Aufgabenstellung gegeben hatten. Wir hatten insgesamt 1000 Unfälle, 100 davon haben sich bei hoher Geschwindigkeit, Ereignis B, ereignet und 280 waren tödlich, Ereignis A. Und 20 von diesen insgesamt 1000 Unfällen waren bei hoher Geschwindigkeit und sind nicht tödlich verlaufen. Und jetzt können wir durch Summen- und Differenzbildung diese
für Feldertafel der absoluten Häufigkeiten vervollständigen. Also wenn wir insgesamt 1000 Unfälle haben, 100 waren bei hoher Geschwindigkeit, dann waren 900 bei niedriger Geschwindigkeit, 280 waren tödlich, dann sind die verbleibenden 720 nicht tödlich gewesen. Wenn wir 20 Unfälle haben, die nicht tödlich waren bei hoher Geschwindigkeit, dann müssen die verbleibenden 700 bei niedriger Geschwindigkeit gewesen sein. Und genauso können wir hier jetzt sagen, wir müssen 80 Unfälle haben, die bei hoher Geschwindigkeit waren und tödlich, wenn wir insgesamt 100 tödliche Unfälle haben. 100 Unfälle bei hoher Geschwindigkeit und 20 davon waren eben nicht tödlich. Und hier bleiben dann 200, damit es sich in der Zeile und in der Spalte ausgeht. Das vervollständige ich hier auch noch einmal. Und jetzt übersetzt man diese Vierfeldertafel der absoluten Häufigkeiten einfach in die Vierfeldertafel der relativen Häufigkeiten, indem wir durch 1000 dividieren. Und mit diesen relativen Häufigkeiten können wir dann rechnen, als wenn es Wahrscheinlichkeiten wären. Also 10% Wahrscheinlichkeit für hohe Geschwindigkeit, 28% für tödlichen Unfall und so weiter. Die Frage war jetzt danach, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für einen tödlichen Ausgang gegeben, dass sich der Unfall bei hoher Geschwindigkeit ereignet? Wir sind also interessiert an dieser Wahrscheinlichkeit, tödlicher Ausgang und hoher Geschwindigkeit, aber nur innerhalb der Unfälle, die bei hoher Geschwindigkeit stattgefunden haben, also gegeben Hochgeschwindigkeitsunfall. Und dann müssen wir also 0,08 durch 0,1 dividieren und erhalten 0,8, sprich 80% der Hochgeschwindigkeitsunfälle enden tödlich. In Aufgabenteil klein b ist es dann umgekehrt, die Wahrscheinlichkeit für b gegeben a, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Unfall bei hoher Geschwindigkeit stattgefunden hat, gegeben, dass ich weiß, dass er tödlich war. Auch hier ist das Interesse an dieser Kombination von tödlichem Ausgang und hoher Geschwindigkeit. Aber jetzt schauen wir uns nur die Fälle in dieser Zeile an, die tödlich verlaufen sind. Und da ist dann also die Referenz die 28% hier. Wir müssen also 8 durch 28 oder 0,08 durch 0,28 dividieren und erhalten dann einen Wert von 0,2857. Das heißt also, von den tödlichen Unfällen ereignen sich knapp 29% bei hoher Geschwindigkeit. Und da kann einem jetzt auffallen, dass diese beiden Wahrscheinlichkeiten sich doch deutlich voneinander unterscheiden. Und das ist etwas, was unserer ersten Intuition häufig widerspricht. Wir Menschen erwarten tendenziell eher, dass diese Reihenfolge der Bedingungen keinen so großen Unterschied macht. Das ist zumindest ein Fehler, der sehr häufig passiert. Also wenn ich weiß, Unfälle bei hoher Geschwindigkeit enden sehr häufig tödlich, in 80% der Fälle, und dann höre ich, ein Unfall ist tödlich verlaufen, dann ist meine Assoziation, oh, dann könnte der wahrscheinlich bei hoher Geschwindigkeit stattgefunden haben. Ist aber hier gar nicht so, es ist sehr viel wahrscheinlicher, dass er sich bei niedriger Geschwindigkeit ereignet hat, weil es eben nur in Anführungsstrichen 29% bei hoher Geschwindigkeit sind. Nichtsdestotrotz ist es ganz klar so, dass die beiden Ereignisse positiv zusammenhängen. Es gibt also eine positive Kopplung. Die Wahrscheinlichkeit für einen tödlichen Ausgang unter allen Unfällen ist 28%. Unter den Hochgeschwindigkeitsunfällen sind es sogar 80%. Also die beiden Wahrscheinlichkeiten, die Wahrscheinlichkeit erhöht sich und spricht also für eine positive Kopplung. Umgekehrt genauso, wir haben 10% aller Unfälle, die sich bei hoher Geschwindigkeit ereignen. Unter den tödlichen Unfällen sind sogar 29%. Haben also in beiden Fällen eine Erhöhung dieser bedingten Wahrscheinlichkeit gegenüber der unbedingten. Und das heißt, wir haben eine positive Kopplung. Hohe Geschwindigkeit und tödlicher Ausgang begünstigen einander. Die naheliegende Vermutung ist dann, dass es da auch einen kausalen Zusammenhang gibt, dass der Unfall tödlich verläuft, weil er bei hoher Geschwindigkeit stattgefunden hat. Und da spricht natürlich hier einiges dafür, dass das zumindest ein wichtiger Teil des Einflusses ist. Aber diesen Rückschluss können wir nicht allein aus der statistischen Betrachtung dieser Wahrscheinlichkeiten machen. Es gibt viele Situationen, wo ich solche Kopplungen zwischen zwei Variablen feststelle, aber
den Einfluss von anderen Variablen, die möglicherweise im Hintergrund liegen, ignorieren, die tatsächlich den kausalen Einfluss haben. Und in einem solchen Fall spricht man auch von Scheinkopplung. Wenn man danach mal im Internet sucht, gibt es ganz viele auch unterhaltsame Beispiele, die man dazu finden kann. Eine Illustration, die ich an der Stelle gerne erzähle, ist die nach dem Zusammenhang von dem Musikinstrumentspielen bei Kindern und Jugendlichen und dem Straffälligwerden. Also da stellt man fest, dass die beiden einander positiv beeinflussen, in dem Sinne, dass Kinder, die ein Musikinstrument spielen, eher nicht straffällig werden. Und das hat vor einigen Jahren den damaligen deutschen Innenminister dazu verleitet, zu sagen, oh, man soll doch bitte allen Kindern Musikinstrumente kaufen, um die Jugendvollzugsanstalten zu entlasten. Und so einfach funktioniert es natürlich nicht. Es ist schon denkbar, dass das Musizieren auch einen direkten kausalen Einfluss hat, dass also das Betätigen, die künstlerische Betätigung, vielleicht gemeinsam mit anderen in einem Orchester oder in einer Band dazu führt, dass man eher nicht straffällig wird. Das ist durchaus denkbar, aber es gibt sicherlich auch andere Variablen, die einen wichtigen Einfluss spielen, die dort im Hintergrund liegen und nicht betrachtet wurden. Insbesondere den sozialen Hintergrund, aus dem die Kinder kommen. Wenn also ein Kind aus einem abgesicherten Umfeld kommt, wo beide Eltern daheim sind, es ein regelmäßiges Einkommen, einen gleichmäßigen Tagesablauf gibt, dann ist es wahrscheinlicher, dass ein solches Kind ein Instrument spielt und auch wahrscheinlicher, dass es eher nicht straffällig wird. Umgekehrt, wenn die sozialen Verhältnisse daheim problematisch sind, die Eltern vielleicht getrennt sind, Alkoholismus, Gewalt in der Familie ist, Geldprobleme und ähnliches, dann ist es wahrscheinlicher, dass so ein Kind nicht ein Musikinstrument spielt und dass so ein Kind straffällig werden kann. Das heißt, es entsteht eine Kopplung zwischen Musikinstrument und Straffälligkeit, aber der kausale Einfluss kommt zu einem guten Teil aus diesem sozialen Umfeld, aus dem die Kinder kommen, und das darf man nicht ignorieren. Also beim Betrachten von Kopplungen, von zwei Merkmalen, immer beachten, das ist nur ein statistischer Zusammenhang, der kausale Zusammenhang, für den muss man dann noch weitere Kriterien mit einbeziehen und möglicherweise andere Variablen betrachten.